mag meinen Bandkollegen. Ich habe mir jetzt mal endlich mal einen alten Traum erfüllt. Wir drehen hier einen Western. Ja, das ist eine Co-Produktion, also oder eine Band-Zusammenkunft von Saltatio Mortis und Tanzwut. Der Song heißt Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Vom gleichen Spielmannsblut sind wir. Und ja, und wird Zeit, dass wir mal hier ein bisschen abrocken, die ganze Sache. Und jetzt sind wir mal Cowboys. Die Mittelalter-Typen sind mal Cowboys. Das war die Idee hinter der ganzen Sache. Und jetzt sind wir hier. Es ist schweinekalt, aber es passt irgendwie. Der Style ist trotzdem geil hier. Richtig cool. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das Herz am rechten Fleck. Ein Leben voller Träume nimmt uns keiner weg. Nichts für die Kamera. Ja, Saltatio Mortis kennen wir schon seit x Jahren, keine Ahnung. Und ich glaube ja, ich weiß nicht, ob die Kollegen das so bestätigen, aber ich glaube schon, dass die durch uns eigentlich erst so zu diesem Dudelsack-Mittelalter gekommen sind. Ich kenne sie noch in ihren ganz großen Anfangsphasen, wo sie angefangen haben mit Dudelsäcken und so weiter. Und jetzt haben wir halt das Vergnügen hier, anstatt Mittelalter mal einen Western zu drehen und unseren Spaß zu haben. Wir machen einfach Blödsinn, wir machen einfach Quatsch die ganze Zeit und haben gute Laune. Wir haben ja jetzt hier eine Duellszene auf der Westernstraße hier gedreht vom Saloon. Ich duelliere mich mit dem anderen Sänger. Blödsinnigerweise rennt Luzi, einer der Sackpfeifenspieler von Saltatio Mortis, uns genau ins Bild rein mit seiner Zigarre und schießt in die Luft. Ja, Alex, geh mal da weg. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, wir sind vom selben Blut. Mal oben und mal unten, mal Ebbe und mal Blut. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das Herz am rechten Fleck. Ein Leben voller Träume. Ja. Einmal geübt und jetzt daneben gegriffen. Das ist auch geil, ey. Oh. Hat immer geklappt. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben einen drauf bei den Autos. Ich Jawohl. Ich lasse dir viel noch besser. Ich bin nicht so krank. Wir sitzen in Spelunken bei Schale, Bier und Wein und gibt es Sommerlunken. Wir können uns verzeihen. Dort, wo der Sturm am stärksten, wo sich die Balken biegen, lässt sich das Lumpenpack die nahen Ziffe fliegen. Du liegst mir in den Armen, du schreist mir ins Gesicht. Egal was auch passiert, hey zusammen, ich bin der Lea und nochmals bin ich der Sänger von Saltatio Mortis, aber heute bin ich zu Gast zusammen
mit meinem Bettkollegen Luzi und Falk bei der Videoproduktion zu dem Song Pack schlägt sich, Pack verträgt sich von Tanzwut. Irgendwann bekam ich einen Anruf von Teufel, der gesagt hat, ihr habt einen Song, bei dem hätte ich euch gern dabei. Weil erstens kennen wir uns schon ewig und wir sind auch so eine Szene und sind auch befreundet. Und über diese ganzen Jahre, ich meine, ich kenne den Mann jetzt über 20 Jahre und über die ganzen Jahre gab es immer mal Situationen, wo man wirklich dann nicht so riechen konnte oder dann auch mal super, super eng war. Und da hat er gesagt so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, Pack ist doch einfach wahnsinnig gut zu uns, zu unserer Szene und zu der Art Musik, die wir machen. Ich habe den Song angehört, wir haben den Song angehört und gesagt, da sind wir dabei. Wirklich schöne Nummer, das ist unbedingt mal richtig stark. Also, ich muss da ganz früh anfangen, also noch vor 20 Jahren, weil seit 20 Jahren bin ich bei Saltatio Mortis. Aber noch bevor Saltatio Mortis kam, war ich ein Fan von Tanzwut. Auf meinem Auto damals war damals sogar ein Tanzwut-Aufkleber hinten drauf. Ja. Und aus der Zeit kenne ich den Herrn. Später hat man dann Salzburg gemacht, hat sich auf Festivals kennengelernt, wieder getroffen. Und dann hieß es so, ja, machst jetzt auch Mucke. Ja, ich mach jetzt auch Mucke. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Schon verrückt. Irgendwann kam der freundliche Teufel von nebenan und meinte auf seinem schönen Berlinerisch, ja, weißt du, ja, also Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ja, ja, so ein Italo-Western-Style, super geil. Irgendwie so ist die Richtung, keine Ahnung, wie der Wortlaut genau war. Ich bin auch nicht aus Berlin, kann das nicht so schön und charmant wie er, aber ich fand's geil. Ich fand die Idee einfach richtig geil und war ein Riesenfan von Bud Spencer und Terence Hill bin. Und war ich da sofort dabei. Und wer von den beiden bist du? Ha! Wer von beiden bin ich? Moment, die blauen Augen hat er. Scheiße. So einen Rest-Song kann ich nicht mehr normal singen. Wirklich. Kann ich nur einen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich singen. Alles ging es nicht. Den amerikanischen Relay-Song mit Akzent alles. Richtig. Das sind schon andere ganz groß rausgekommen, solche Dinge. Wir trinken nicht bei der Arbeit. Niemals das Wasser. Neugier gestimmt. Zum Brechen sind sie da. Wir sehen echte Eisgitarren aus echtem Eis. Halt so kalt. Die haben wir aus dem See rausgeschlagen mit einem Beil. Und jetzt haben wir ein paar Seiten drauf gespannt. Und jetzt haben wir echte Eisgitarren. In den Armen, du streichst mir ins Gesicht. Egal was auch passiert, alte Liebe rostet nicht. Oh, 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 Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hauptsächlich tun wir frieren. Nein, wir drehen ein Musikvideo. Wir sind von Saltatio Mortis und sind zu Gast. Wir freuen uns sehr dabei zu sein, frieren uns zwar den Arsch ab, aber das ist sehr schön. Auf jeden Fall war mein Highlight, mit den Knarren zu schießen. Ich habe auch irgendwie noch nie wirklich rumgeballert, aber das war schon echt ein schönes Gefühl. Bist du auf den Geschmack gekommen jetzt oder lässt du hier bleiben? Ja, das ist vorbei mit den Pazifisten. Das war schon ein bisschen geil. Auf jeden Fall Respekt. Also ich war schon so ein bisschen zittrig am Anfang, als ich zum ersten Mal geballert habe, weil ich auch nicht wusste, wie laut das tatsächlich ist. Aber dann war ganz schön geil. Wir sind
Ja, ja, aber der hat auch noch was aus. Alter, das ist ja hier Dialekt, oder? Warte schon, mal, wir Apfelsaft haben... wegziehen und das Zeug rein. Ja, komm schon. Das ist eklig. Ist er, also... Ich habe es eben geschafft, dass der Teufel persönlich Apfelsaft getrunken hat. Wir werden jetzt mal gucken, ob er in den nächsten Minuten einen anaphylaktischen Schock bekommt. Oder... Geht schon. Zum Wohl der Herr. Zum Wohl der Herr. Schön, endlich, dass man dabei sein darf. Ja, man freut sich selbst auch, dass man hier ist. Zum Wohl. Wir trinken mal cowboymäßig jetzt einen Whisky hier. In diesem Saloon, der wohl Geschichte geschrieben hat. Schon. In den 30er Jahren, habe ich gehört, gab es das hier schon. In den 50er Jahren wurde der Verein gegründet. Und hat sich bis jetzt irgendwie erhalten. Was ja ist echt mit Liebe gemacht. Müsst ihr euch wirklich mal angucken. Old Texas Town hier inmitten von Berlin. Wirklich der Hammer. Muss man sagen. Mann. Also alles und super. Cool. Und wir drehen hier ja ein Video. Wir haben jetzt natürlich hier schon über den Boden rollende Menschen gehabt. Voller Körpereinsatz von der gesamten Tanzmusband. Richtig geil. Ja. Zum Brechen sind sie da. Der Wind bläht uns die Segel. Noch nie in so ein Ding. Beugt dir aber auf die Fresse mit diesem scheiß Schlag oder was? Willst du mich verarschen? Da ist doch mindestens. Uli! Hab ich zwei Herz hier und damit habe ich nicht gewonnen oder was? Ich hau dir gleich den Stuhl vor die Fresse. Du hast nicht Uno gesagt. Udo. Wann kann man euch denn beide getrennt oder auch zusammen mal wieder live sehen? Ach, da kam die Frage, die kein Mensch beantworten kann. Also wir haben wahnsinnig viel geplant dieses Jahr mit Saltazio zum Beispiel. Ob das alles durchführbar ist, wissen wir nicht. Wie das ja, bei uns genau dasselbe. Also wir haben richtig viel geplant. Dieses Jahr Festivals, Shows und so. Also klar wollen wir zur Platte natürlich im Herbst auf Tour gehen. Ihr habt wahrscheinlich auch schon eure Tour auf dem Zettel stehen. Wir hoffen, dass wir das irgendwie durchziehen können. Oder dass wir es irgendwie machen können, weil wir wollen unbedingt wieder auf den Tour. Ja, was schätzt du denn an der Zusammenarbeit mit dem Teufel bzw. mit Tanzhut? Also, erstens mal, dass uns eine wirklich lange gemeinsame Zeit verbindet. Und zweitens, ich liebe es, wenn Leute was mit Herz machen. Und der verrückte Typ hier und seine ganzen Narren, die er so in seinem Narrenschiff durchgegenzieht, oder ist das dann irgendwie der Weg nach unten? Oder das? Das ist der Weg im Allgemeinen. Der Weg im Allgemeinen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Nicht nach oben oder nach unten. Der Weg an sich zählt. Aber es ist wirklich, also es ist immer schön, wenn Leute was mit Herz und mit voller Begeisterung machen. Und wenn solche Leute Bock haben, mit uns was zu drehen, sage ich auf jeden Fall ja. Weil keiner Typ. Ja, Prost, wollte ich eigentlich sagen. Prost, genau. Dass man mal wieder einen Grund zum Trinken hat heute hier. Tja, schön war's. Schön war's. War richtig geil. Der Teufel hat's geschafft, als erstes Mal in meinem Leben in Cowboy-Klamotten rumlauf. Fühl mich da auch echt wohl drin. Werd wahrscheinlich heute Abend klassisch mit dem Stiefel schlafen. Ja, das habe ich mir übrigens auch vorgenommen. Ja? Man muss in der Klamotte schlafen. Und dann ist es auch ein richtiger, dann wird es ein echter Westernfilm. So wie wir das lieben, wenn wir im Mittelalter machen, dass alles ein bisschen Patina hat und alles ein bisschen echt wirkt. So mögen wir das natürlich auch bei so einem Cowboy-Film. Und unsere Kindheitsträume sind jetzt in Erfüllung gegangen. Wir wollten immer schon mal als Cowboys unterwegs sein. Wer weiß, was noch alles kommen mögt. Und ihr müsst es unbedingt sehen, denn Luzi durfte eine echte Knarre abfeuern. Er hat sich gefreut, wie ich den Weg gemacht. Er hat so gelacht. Als es das erste Mal geknallt hat. Meine Lieblingsszene heute so. Haben wir das jetzt aufgenommen? Haben wir das aufgenommen? Wann ist das? Das ist auf jeden Fall auf der Social Media Kanal. Luzi hat das erste Mal mit einer Pistole geschossen und lacht sich dabei kaputt, als es knallt. Also das hat er überhaupt noch nicht erlebt. Und so Situationen haben wir halt dauernd gehabt. Ja. Ne? Also richtig geile Sachen. Wir haben wirklich abgelacht. Den ganzen Tag haben wir Spaß gehabt. Natürlich ist man nach so einem Drehtag fix und alle, das ist ja klar. Aber das hat sich gelohnt. Und man muss einfach mal sagen, danke an alle, die hier mitgemacht haben. Die Schauspieler, richtig geile Leute, die wir auch schon seit ewiger Zeit kennen. Paolo und Wimsal zum Beispiel. Lange, lange Zeit. Ja. Und jetzt reiten wir den Sonnenuntergang. Wir danken natürlich auch allen, die hinter der Kamera standen. Zum Beispiel dir,
der du uns hier gerade filmst. Ja. Oder alle, die hier mitgeholfen haben. Wollen wir jetzt im Sonnenuntergang reiten und was trinken gehen? Genau. Macht's gut. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Genau. Bis dann. Alles Gute. Tschüssi. Yeah.